Defense. Also, ne? So. Hier bauen auch noch schön Straßen zu uns. Das finde ich herrlich. So, da endet die Straße aber auch wieder. Weil hier werde ich dann auch wahrscheinlich, ja, ich bin noch am überlegen, baue ich es dahin oder baue ich es dahin? Ich glaube, ich baue doch die Stadt dahin, damit es eine Hafenstadt werde. Und, ja gut. Die werden jetzt gleich kommen. Drum werde ich mir vielleicht Bogenschützen nochmal kaufen. So. Produktion ist im Gange. Und dann werde ich den Bogenschützen natürlich hier sagen. So. Und also wir wurden angegriffen. Der Stadtstaat bittet um Hilfe. Stadtstaat hat eine Nachricht. Die Gelehrten von Belgrad suchen. Was suchen die? Weisheit der Einheit großer Künstler. Aha. Okay. Die suchen irgendwelche großen Künstler. Und wenn ich denen einen vorbeibringe, dann kriege ich 4 Pferde. Okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, nächste Runde. Wir werden uns von dieser Einheit jetzt leider verabschieden müssen, weil sie hat 0 Chance. So, und jetzt kommen die Sperrkämpfer und das war's dann. Ja, die Einheit wurde geschlagen, war abzusehen. Also, da war auch nicht viel Hopfen und Malz. Jetzt werde ich natürlich die Stadt erstmal bewachen. Und wer kommt da angetrudelt? Natürlich Griechenland. Ich weiß ja nicht, aber diese Griechen, ne? So. Oh, wir hatten hier Streitwagen. Belgrad. Oh. Also, wenn ich ein bisschen Glück habe. Belgrad ist ja jetzt doch mit mir befreundet. Juppie! Treffer. Kommt denn hier alles an? Bogenschützen, Bogenschützen, na super. So, du Wicht. Aber es kommen so viele von denen. So, wo sind meine anderen Bogenschützen hier? Die stehen da hinten im Wald und sagen, oh ja, ist doch ein schöner Tag. Ey, Jungs, wollt ihr mich rollen? So. Also es kann sein, dass es doch ein recht kurzes Let's Play wird, weil so wie ich das hier sehe, wird das nicht mehr lange halten. Wenn Stücke von Bronze oder Gold brechen, fügt der Schmied sie im Feuer wieder zusammen und das Band ist geknüpft. Ein Kaiser sei niemand untertan als Gott und der Gerechtigkeit. Okay, wir haben ein neues Zeitalter. Und zwar das Mittelalter erreicht. Können die hier nicht angreifen? Nee, das ist alles zu weit weg. Okay, aber ihr könnt euch verschanzen. Erstmal.
Ja, ich weiß ja nicht, aber die haben ja so viele Truppen hier. Boah, guck dich das an, ey. Hallo? Und Schwertkämpfer und Westerkuckuck, also. Ich glaube, lange werden wir diesem nicht hier stehen können. Also machen die Festung auch mal ein bisschen Sinn, ne? Wenn man dann sagt, naja, gut. Ja genau, erkundet doch einfach mal ein bisschen das Gebiet. Warum auch nicht? So. So. Einheit ausgelöscht. Die Einheit gibt's auch nicht mehr. So. Gegner ist in der Nähe. Was haben wir hier? Unbekannter Spieler hat Zeitalter, Mittelalter erreicht. Okay, können wir mitleben. Guck dir das an. Da kommen wir auch noch mit Schiffen und Westerkuckuck. Ey, ich hab grad mal eine Stadt und die hier. Uhu, wir geben es euch, aber so weit von. Okay. Ach du heiliger Bimbam. Guck dir das an. Ey. Ja gut, ist halt Alexander der Große, oder wie war das? Ach du Schreck, nee. Komm, ich baue dir noch ein paar Straßen. Also ich weiß ja nicht, wie zum Geier soll ich das bitte noch hier irgendwie überstehen? So. Dann meine Bogenschützen schießen auch nochmal auf euch, obwohl ich würde erst die unteren nehmen. Oder? Ja, warte mal. Nehmen wir die Bogenschützen mal. Und ihr macht mal einen Fernangriff auf die hier. So von hinten. Bis? Nee, wie von hinten. Erstmal umdrehen. Und dann würde ich sagen, schießt die auch nochmal drauf. Hui. 20 Pfeile auf 2 Leute und einer fällt nur um. Also Leute, ich will ja nichts sagen, aber... Hallo, ich spiele hier auch für Anfänger. Und guck mal, womit er hier ankommt. Geht es euch noch gut oder kann ich euch noch irgendwie helfen? Also, kann ich eigentlich auch die Schiffe zerschießen? Ich kann die Schiffe zerschießen. Ja, das ist cool. So. Hallo, ihr da? Fernangriff auf die da. Wäre toll. Super. Und wenn ihr hier unsere lieben Bogenschützen das gleiche nochmal hier tut. Schade, geht nicht. Aber die können schon mal die in Empfang nehmen. Mal gucken, wie lange wir durchhalten, ne? Also ich denke mal nicht lange. Weil jener, so wie das hier alles ankommt. Ach du Schreck, ne. Und noch mehr davon, jawohl. Gib es mir, aber bitte richtig kräftig hier, ne? So, Fernkampf auf den da und er ist platt. So. Ja. Und dann wollen wir doch nochmal Fernkampf auf die machen, ne? Das ist meine einzige Chance, irgendwie noch den zu schwächen. Boah, ey. Ah, gut, dass ich die Festung hier auch noch hab, ne? Oh yeah. Geht's denn noch schlimmer? Okay, also ich glaube, wir können schon das nächste Spiel in Angriff nehmen dann. So. Hier könnten sich jetzt auch einfach heilen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich bringt. Fernangriff auf die. So.
Naja, also. Ich muss wirklich versuchen, irgendwie Einheiten direkt auszulöschen. Damit ich ein bisschen Luft kriege, ne? Ja, komm, ey. Wenn der jetzt nicht umgefallen wäre, dann, aber hallo. Boah, Leute, jetzt noch. Oh. Ich glaube, der hat alles, was er hat, irgendwie geschickt, oder wie? So, jetzt könnte ich mal hingehen in die Stadt. In Bielefeld. Und mal gucken, ob ich was kaufen kann. Na, toll. Ich kann mir nicht mal eine Einheit kaufen. Ich könnte es höchstens produzieren. Was natürlich ein bisschen schade ist. So, da haben wir einen. Ja, ich muss die hier schwächen, sonst. Wenn die mich jetzt angreifen, dann habe ich ein extremes Problem. Achso, die sind jetzt dran. Jetzt versuche ich die Einheiten da hier wegzukriegen, tot. Weil die regenerieren sich ja auch wieder. Was meine gerade gar nicht können. Weil die überhaupt keine Luft haben zum Regenerieren oder ähnliches. Übrigens, dadurch, dass die Stadt auch noch eine Stadtmauer drum hat, ist sie schwerer einzunehmen, ne? Logischerweise. Jetzt kommen hier noch Barbaren, beschießen mich. Ja, danke schön auch. Oder was? Oder wer sind da? Ne, die beschießen die. Ja, danke schön, Barbaren. Bitte gerne weitermachen. Also, da habe ich jetzt mal nichts gegen. So, jetzt beschieße ich sie nochmal und dann sieht das schon wesentlich freundlicher wieder aus. Also, wenn ich das hier überlebe, dann ist das auch eine Kunst, ne? Oder wie war das? So. Gut, einer lebt davon noch, von den Sperrkämpfern. Ja, jetzt können wir wieder was produzieren. Und ich würde sagen, was produzieren wir denn? Eine Werkstatt. Dauert mir zu lange. Bautrupp, Siedler, Sperrkämpfer. Züge 2, Stärke 7. Also die Bogenschützen haben eigentlich Fernkampf 6, Stärke 4. Fernkampf 2, Züge 2, okay, Speer. Also ich würde schon eher Nahkampfeinheiten erstmal nehmen. Guck mal, Katapult und so könnte ich auch theoretisch. Aber leider nicht. Weil Eisen fehlt für Katapulte, okay. Eisen benötigt, Eisen benötigt. Also wir brauchen unbedingt mal Eisen. Aber die Sperrkämpfer, die brauchen keine Eisenspitze vorne. Okay. Okay. Da kommt wieder eine Menge. So, die hier können abgegradet werden. Deckung, 25% Verteidigung gegen die Fernangriffe. So, Salve, Kampfstärke gegen verschanzte Einheiten. Entschuldigung. Ja, meine Bronchien können auch schön quieken. Genauigkeit, ja, Treffen noch genauer. Ja, Speerfeuer, Treffen eben noch sperriger. Ich denke mal, Deckung ist gut. Dann können wir auch nicht so schnell ausgemerzt werden von denen. Aber sag mal, hallo. So, das war jetzt erstmal die Stadt. Und die werden jetzt da mal drauf schießen. So, also Alex, ich weiß ja nicht, aber strategischer Angriff sieht doch irgendwie anders aus, oder? Also das war ja super eigentlich, ne? Der ist hier zeitgleich mit 20 Trupps so ungefähr angekommen. Und hat eigentlich überhaupt nichts erreicht. Muss ich mal so sagen. Ist wirklich so.
So, wo ist denn hier nur einer? Ja, tot. So, was ist das? Das Tatsache, die Tatsache, dass ihr von der Zivilisation Griechenland denunziert wurdet, hat keinen Einfluss mehr auf andere Staatsoberhäupter. Aha. Also das ist ja so, er hat nicht nur mich hier so ein bisschen beleidigt, sondern er hat mich auch überall lächerlich gemacht. So nach dem Motto, ne? Guck mal die Kleinen hier an und so. Und jetzt hat er mich auch noch angegriffen mit Kriegserklärung und tralala. Und was hat er erreicht? Nichts. Man muss es echt so sagen, er hat nichts erreicht. Er hat nicht mal eine Stadt von mir kaputt gekriegt. Geschweige denn meine kleine Festung. So. Juppie! Aber, tja, der Kriegskodex ist natürlich toll. Einheiten gewinnen im Kampf 50% mehr Erfahrung. Dadurch werden sie auch schneller stärker, ne? So, mein lieber Alex. Ich frag mich, warum die immer noch Fernkampf machen können, wenn hier gar keiner rumsteht. Also es wäre jetzt doch mal witzig. So. Jetzt sage ich natürlich denen wieder, bitte die Stadt beschützen und... Also die Festung ist mir echt zugute gekommen. Wer seid ihr denn jetzt? Guck mal, da oben habe ich auch noch welche rumstehen. Die hat er gar nicht angegriffen, der wollte wirklich nur meine Hauptstadt angreifen. So, ihr heilt euch erstmal. So, wer seid ihr und was wollt ihr? Barbaren, och nee, ich wusste es genau, dass die da oben wieder so einen Schrott hinbauen. Und die werden auch immer stärker, ne? Diese Barbarenkacke. So. Pustekuchen. Blöden Barbaren. So, eine Einheit möchte auch nochmal befehligt werden. Sofort Heilung. Mach ich mal Deckung hier hoch. Und, ja, was sagen wir denn mal? Auf wen oder was wollt ihr denn schießen? Frage ich mich gerade. Also, ist doch keiner da? Einheit weg. Von mir aus. Haben die geschlafen? So, und dann bitte befestigen. So, danke schön. Also dementsprechend, man hat ja gesehen, Bielefeld und seine Festung hat doch extrem gut durchgehalten, ne? So, die hier stehen hier auch in der Walachei und bauen schöne Straßen. Ja, da hinten wäre doch auch mal schön, ne? Oder? Ja. Dann baut doch da hinten auch noch eine Straße hin. Oder ich mache hier so ein Rundum-Ding, dass sie da wieder lang gehen. So, die hier sollten sich erstmal heilen. Bin ich mal gespannt, ob die Einheit mich hier Bogenschützen, Barbaren von Weitem angreifen werden. Was natürlich strategisch oder so gesehen logisch wäre, ne? Dass die natürlich aus ihrer Festung her mich jetzt hier angreifen und sagen, hey, juhu, hier hast du mein Pfeil. So. Ja. Sorry, ich mache mir mal wieder ein kleines Zigarettchen. Ich beeile mich ja auch ein bisschen dabei. Aber, ja, der Gegner ist ja eh gerade am Zug. Oder besser gesagt, die anderen Zivilisationen. Was ich total toll finde. Mit diesem, dass das jetzt so wunderbar funktioniert. Auch wenn nichts zu tun ist oder so. Einfach weiter, weiter, weiter. Weil, sonst muss man immer warten, Enter drücken, warten, Enter drücken. Und das ist so ein bisschen, also es ist für den Spielfluss wesentlich schöner. So, wir haben was produziert. Was haben wir überhaupt produziert? Da steht jetzt leider auch nicht mehr bei, was man überhaupt produziert hat. Eine Einwahleinheit hat genug Erfahrung. Ah ja, sie kann wieder befördert werden. So, Drill oder eben Düs. Ja, ich nehme mal Drill. So, aber ich glaube, hier sind zwei Einheiten aufeinander jetzt wieder, ne? Das sieht man auch total schlecht. Ja, es sind zwei Einheiten. Bogenschützen und Speerkämpfer. So. Ja, die Speerkämpfer könnte ich wahrscheinlich hier oben brauchen.